Die Entwickler haben soeben die insgesamt 10. Erweiterung für The Sims 4 namens Ab ins Schneeparadies veröffentlicht, dessen Trailer und erste Infos ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Mit The Sims 4 Ab ins Schneeparadies können eure Sims in die neue Region Mount Komorebi reisen, dort snowboarden, Skifahren, Rodeln sowie neue Sims und die japanische Kultur kennenlernen. Das Pack wird am 13. November für PC, Mac sowie die Konsolen erscheinen. Der Trailer beginnt direkt mit einer Großaufnahme eines snowboardfahrenden Sim. Hier können wir die neue Rodelbahn in einer weiten Sicht erkennen, welche hier wieder undurchsichtige Fenster am Skilift hat. Dies war bisher immer ein schlechtes Zeichen, vermutlich wird man hier also keine Sims einsteigen, sondern nur hochteleportieren sehen können. Auch die Region weiter hinten sieht nur nach Deko aus. Diese Sim-Dame fliegt in einem hohen Bogen den Berg herunter, auch das Rodeln mit den Sims sieht spaßig aus, solange man sich mit diesen nicht hinhaut. Hoffentlich gibt es in dieser Region aber ebenfalls ein paar neue Grundstücke, ein Haus an der Piste wäre doch wirklich eine tolle Sache. Hier sehen wir ebenfalls einen Teil der neuen Region, die neuen blutroten Bäume sind ebenfalls wunderschön. Allgemein scheint es in der neuen Region viele neue Brücken zu geben, Mount Komberi sieht mit den neuen Bäumen wieder unfassbar malerisch aus. Achtet ebenfalls auf die neuen Outfits, neue Bademäntel für die Sims sind auf jeden Fall schon mal vorhanden. Es wird ebenfalls möglich sein, seine eigenen Steingärten anzulegen. Laut der Spielbeschreibung kann man ebenfalls mit höherer Kletterfähigkeit, welche ebenfalls neu ist, Gipfeltouren machen, wofür sich diese Sims wohl ebenfalls entschieden haben. Ein echtes Highlight in dieser Szene sind wohl die neuen mit Plakaten vollgehangenen Fenster sowie die neue Bar im ebenfalls japanischen Stil. Der Zug hält an, achtet hier aber auch auf die nicht transparenten Scheiben und die Sims steigen aus. Meine Theorie, vermutlich ploppen die Sims aus dem Nichts auf und der Bahnhof samt Zug ist wieder nur Deko. Für alle erstelle einen Sim-Veteran gibt es ebenfalls ein paar konservativere Outfits für die Sims. Auch neu ist dieses Toilettenhäuschen. Die Sims begrüßen sich mit einer japanischen Geste und weihen natürlich direkt die Rodelbahn ein. Beim Skifahren können die Sims auch Hindernissen ausweichen, in der Nacht wird die Bahn mit großen Scheinwerfern beleuchtet. Übrigens, mit höherer Snowboard-Fähigkeit schalten die Sims ebenfalls dieses beleuchtete Snowboard frei, ebenfalls sehr cool. Die Rodelbahn ist aber nicht frei von Hindernissen, hier liegen Baumstämme auf der Fahrbahn und die Sims schanzen über diesen kleinen Schneehaufen. Ah, das sah schmerzhaft aus. Weiter erklimmt dieser Sim den Berg, welcher oben ebenfalls noch weiter zu gehen und sich großflächig erkunden zu lassen scheint. Was es wohl mit dieser Eishöhle auf sich hat? Die Zelte aus Outdoor-Leben und Lagerfeuer aus Zeit für Freunde feiern hier ebenfalls ihr Comeback. Okay, so ein hoher Berg hat vermutlich noch nie vorher in einer Sims 4 Welt existiert. Aber auch die waghalsigsten Sims müssen mal entspannen, so wie hier im neuen Onsen-Badehaus. Hier können sich die Sims in die Dampfgrotte legen und entspannen, die neuen Lichter sind ebenfalls toll. In der nächsten Szene gibt es viele Highlights, diese neuen Baumodus-Objekte mit dem tollen Holzmuster, Fliesen mit Bergprint, die offenen Duschen und die Zuber auf den Holztischen. Für Baumodus-Freaks wird hier auf jeden Fall einiges geboten, diese Aussicht ist wirklich zum Schmelzen schön. Hier erforschen die Sims die Bambuswälder, ebenfalls wird es einen Friedhof in der Welt geben. Neben den hübschen neuen Pavillons haben es auch ekelhafte Krabbeltiere ins Pack geschafft. Aber auch andere Kleinigkeiten wie diese Tafel lässt sich in der Welt auffinden. Ich denke hier aber, dass die gezeigten Instagram-Features nur für den Trailer so gemacht wurden und im Spiel eigentlich nicht existieren. Eure Sims können aber auch neue Tempel besuchen, so wie es im Blog-Eintrag beschrieben ist. Komplett unklar ist, was es hiermit auf sich hat. In den nächsten Szenen stellen die Entwickler nur noch die neuen Objekte vor, von denen es natürlich ebenfalls wieder haufenweise tolle zur Auswahl gibt. Ebenfalls neu ist dieser kleine Tisch, an dem die Sims nicht mit Stühlen, sondern einfach auf dem Boden sitzen. Zur Stärkung lassen sich an den Automaten aber auch Getränke kaufen, ebenfalls eine coole Ergänzung. In der neuen Welt befinden sich normale Wohngrundstücke sowie Urlaubsgrundstücke parallel, man kann hier also auch aktiv wohnen. Ebenfalls wird man im Baumodus Shochi-Türen, Fenster und Raumteiler nutzen können. Auch höher gelegene Bereiche in einem Raum lassen sich ab sofort einfacher umsetzen, wie EA ebenfalls verraten hat. Zu guter Letzt gibt es ein neues großes Feature, welches man nicht im Trailer sehen konnte. Mit dieser Erweiterung kann man neue Persönlichkeits- sowie Beziehungseffekte freischalten, welche aktiv den Lebensstil, von denen es 16 Stück geben wird, deiner Sims beeinflussen. So kann man in der Spielbeschreibung lesen: Der Lebensstil wird durch die Aktionen und Gewohnheiten deiner Sims bestimmt und beeinflusst sein Verhalten dementsprechend. Gemeinsame Erfahrungen lösen Gefühle aus und beeinflussen die Beziehung der Sims untereinander nachhaltig, was sich auf die soziale Interaktion auswirkt.
Wenn ihr auf dieses Pack ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Diese haben dieses Pack ebenfalls demnächst im Angebot. Aber auch andere Packs für The Sims 4 gibt es hier schon für teilweise die Hälfte weniger. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn es neue Informationen zu diesem Pack geben sollte, werde ich euch natürlich ebenfalls weiter auf dem Laufenden halten. Was denkt ihr über diesen ersten Trailer? Freut ihr euch schon auf den Release des Packs? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.